Der Jumper X86 ist ein FPV-Racer, der mit 2S-Akku nutzbar ist. Aber mit 3 Euro auf 3S ist er umrüstbar. Geliefert wird der fertige Racer mit einem Imbusschlüssel. Der Racer hat 10 Ampere SCs, die leider groß und schwer sind. Dafür finde ich die 1104 7500 kV Motoren gut. Die DYS 2030 Propeller sind schwer und zittern zu stark. Diese sollten durch bessere Genfen oder RacerStar 2035 Propeller ausgetauscht werden. Dann laufen die Motoren auch ruhiger. Der Racer wiegt stolze 82 Gramm und mit einem 2S Lipo 107 Gramm. Eigentlich 12 Gramm zu viel. Die Antenne von dem FR Sky D8 Empfänger habe ich nach außen geführt, damit ein besserer Empfang da ist. Unter der Haube ist eine gute CMOS PAL-Kamera eingebaut. Ein F3 Flugcontroller mit OSD und Betafly steuert den Racer. Unter dem FC befindet sich ein 25 mW Videosender mit 32 Kanälen. Auf dem PDB liegt ein einfacher 5 Volt Spannungsregler, den ich durch einen 3S-fähigen austauschen werde. Man kann den Regler auslöten oder einfach abschneiden. Wenn sich die Kontaktfläche des PDB löst, ist das kein Problem. Ich verwende ein MATEC 1,5 Ampere Back, der den FC mit 5 Volt versorgt. Zwar ist er sehr klein, passt aber nicht unter die Haube. Also werde ich den Regler an die ESCs klemmen. An den Regler kommen 3 Kabel dran und er wird mit Schrumpfschlauch isoliert. Das schwarze Kabel kommt an die Masse und das obere weiße an Plus von der Batterie. Das zweite weiße Kabel mit dem 5 Volt Ausgang wird innen auf dem PDB angelötet. Kurzer Test mit einem Messgerät und der Regler liefert 5 Volt. Jetzt wird alles wieder zusammengebaut, dabei die Empfangsantenne nach außen gebracht. Hier sieht man die Bohrung, die ich gemacht habe. Kurzer Test an 2S-Lipo und alles läuft wieder. Nun tausche ich noch den Batterieanschluss gegen ein XT30-Stück um. Hier habe ich auch das 20 AVG-Kabel gegen 18 AVG ausgewechselt, welches mehr Strom übertragen kann. Ich nutze ein 3S Nano Tech Lipo mit 450 mAh und 65C. Der Racer wiegt jetzt ca. 84 Gramm und mit 3S Akku 124 Gramm.